Probleme mit meinem Sohn. Mein Sohn hat Probleme mit mir und die haben wir jetzt beseitigt, weil ich ihm einfach wichtige Dinge mitgegeben habe über Verantwortung und meine Mutter und über Wurst. Und davon möchte ich berichten. Das ist eine wahre Geschichte, klarer Fall. Sie heißt Wurst. So, sage ich nicht ohne Stolz zu meinem neunjährigen Sohn. So, mein Freund, exakt so. Und erstaunt nicht schlecht. So also, sage ich, sieht deine Spielothek von innen aus. Das klingt jetzt erstmal erzieherisch bedenklich, aber man hat ihm in der Schule erzählt, wir müssten unser ganzes Geld Griechenland geben. Und da dachte ich mir, zeig's ihm mal, wo wirklich 24 Stunden am Tag Moneten vernichtet werden. Hier, Kind, sage ich, freuen sich Erwachsene darüber, wenn sie Geld in eine Kiste werfen dürfen. Die blinkt. Krass, erwidert er. Warum kaufen die sich nicht einfach einen Gameboy? Aus dem gleichen Grund, aus dem Schimpansen sich eine Banane mit Schale reinkloppen, Sohn. Weil sie es können. Plötzlich sehe ich aus den Augenwinkeln, dass eine Angestellte auf uns zugesteuert kommt. Kind, raune ich. Der Ernstfall tritt ein. Wir machen es, wie wir es besprochen haben. Sie können doch kein Kind mit hier reinbringen, legt die Frau auch sofort los. Das ist ein Spielsalon. Das verstößt gegen den Jugendschutz. Gute Frau, sage ich. Welches Kind? Na, Ihr Sohn da. Das, erwidere ich, ist nicht mein Sohn. Das ist mein Schwiegervater. Er leidet unter Kleinwüchsigkeit und umgekehrt verlaufender Vergreisung. Mein Schwiegervater traut sich auch so schon kaum noch unter Leute. Ich meine, was würden Sie tun? Als 74-jähriger, ehemaliger Diplom-Ingenieur. Man kann nirgendwo hingehen, alle glotzen einen an. Unerträglich ist das geworden. Sie starrt meinen Sohn an. Der nickt und sagt: So sieht's aus. Es tut mir leid, sagt die Frau. Es klingt ehrlich betrübt. Ist schon gut, lenke ich ein. Sie können nichts dafür. Was soll man auf den ersten Blick auch denken? Da steht ein alter Mann, der sein Leben gelebt hat. In Flickenjeans und mit Pokémon-Kapuzenjacke. Das alles nimmt uns sehr mit. Wir wollen nur ein bisschen Würde. Für ihn. Kann ich Ihnen einen Cognac bringen? Fragt die Frau. Ja, sicher. Sagt mein Sohn. Wohl kaum, sage ich. Denk an die Schmerzen in deinen Ohren. Hab ich nicht. Sagt er. Kommt noch, sage ich. Aber ich nehme einen Cognac, füge ich hinzu, denn schon Platon sagte: Sei gütig, denn alle Menschen, denen du begegnest, kämpfen einen schweren Kampf. Die Dame nickt und geht. Sie wirkt am Boden zerstört. Das essen Wale, sagt mein Sohn. Was sag ich? Platon, das essen Wale. Halt den Rand, Schwiegervater. Plötzlich klingelt mein Handy. Ich starre eine Zeitung aufs Display, dann hebe ich ab. Hier ist deine Mutter, sagt meine Mutter. Den Verdacht hatte ich schon, nachdem das Display ein Bild meiner Mutter anzeigte, zusammen mit dem Schriftzug Mutter! Und Peitschen knallen als Klingelton. Bist du mit dem Jungen unterwegs? Wenn ich mit meiner Mutter rede, bemühe ich meist den militärischen Sprachduktus. Alles andere zieht das Gespräch nur in die Länge. Bestätige, sage ich. Seid in der Nähe? Negativ, worum geht's? Habt ihr mir am Wochenende einen ganzen Kringel Fleischwurst weggefressen? Ach Gott, denke ich, was hätten wir denn sonst essen sollen? Meine Mutter ist finanziell gut dabei, aber bei ihrem Kühlschrank sieht's immer aus, als wäre Krieg. Sie kocht vorzugsweise Dinge wie Steckrüben. Da willst du nichts mit zu tun haben. Steckrüben schmecken, als würde es in ihnen spuken. Oder Kohlrabi. Roh geht das Zeug gerade noch, aber gekocht riecht Kohlrabi, als hätte dir ein depressiver Clown in den Topf gekackt. Ernsthaft, da lutsche ich lieber Batterien. Aber am Samstag lag da diese Fleischwurst und da fragt man nicht groß nach, da langt man zu. Und schönen Tag noch. Also sage ich, bestätige. Dann ersetzt sie, heute Abend liegt die Fleischwurst wieder im Kühlschrank. Ja, Sir, klick. War das Oma? Fragt mein Sohn. In der Tat. Wir müssen eine Fleischwurst kaufen. Aber wir haben doch kein Geld. Erinnere mich nicht daran. Und nu, woher Fleischwurst nehmen? Ich denke kurz nach. Immerhin bin ich nicht irgendein Blödmann, sondern Autor. Wenig später
Ein Metzger in der Innenstadt. Mein Plan ist klar. Kaufen kann ich hier nichts, kein Geld. Aber um das zu verschleiern, muss ich einen unmöglichen Wunsch äußern. Also betreten wir die Fleischerei. Guten Tag, sage ich. Ich hätte gern 3 gekochte Rinderschädel. Sowas haben wir nicht. Mein Sohn räuspert sich. Der Metzger kriegt's nicht mit. Also räuspert er sich nochmal. Eine unangenehme Pause tritt ein. Der Metzger blickt mein Kind schließlich an und sagt dann, na, kleiner Mann, möchtest du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Draußen sage ich, super Kind, das machen wir jetzt noch 30 Mal, dann haben wir den Kringel zusammen. Komm. Das ging auch genau 29 Mal gut. 29 Mal schnorchten wir uns mit dubiosen Fleischwünschen durch Dortmund, nur meine Wurst zusammen zu puzzeln. Ganz große Darbietungen waren das. Der letzte Metzger liegt etwas außerhalb. Wir gehen rein. Guten Tag, sage ich. Ich hätte gern 2 Kilo frittierte Ziegenklöten. Der Metzger sieht mich an und sagt, gerne, noch was? Scheiße, denke ich. Mein Kind beginnt sich indes zu räuspern. Der Mann beachtet ihn nicht. Also 4 Pfund Ziegenklöten, die können Sie haben, das ist ein Abfallprodukt. Das kostet nichts. Eine längere Pause entsteht. Mein Sohn räuspert sich schon wieder. Was wollen Sie eigentlich damit? Womit, frage ich. Ja, mit den Ziegenklöten, das ist doch ganz schäbiges Gelumpe. Wie spende ich, sage ich. An wen? Bedürftige. Welcher Bedürftige braucht eine Riesentüte Ziegenklöten? Mann, denke ich, was ist das denn für ein doofes Gespräch hier? Das geht dir doch gar nichts an. Und wenn ich die Klöten in Überraschungseierfolie wickle und vor der Waldorfschule verteile, ist das immer noch meine Sache. Was fragt er so viel? Hier muss was passieren. Ich remple meinen Sohn an. Der räuspert sich daraufhin sehr laut. Hat Ihr Kind was am Hals, fragt der Metzger. Nein, sage ich, der macht nur sehr gerne Fleischwurst. Finde ich gut, sagt der Metzger. Eine der üblichen Pausen entsteht. Irgendwann hört man es merklich im Schädel des Mannes rasseln. Kleiner, willst du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Mein Sohn nickt. Gott sei Dank, denke ich, läuft. Wie alt bist du denn, kleiner Mann? 74, sagt mein Sohn. Quatsch, sage ich, 9. Er ist 9. Was geht dir vor, fragt der Metzger, der mir noch ein Stück Wurst in der Luft schwenkt. Nix, sage ich. Ist alles super. Gib mir die Fleischwurst, sagt mein Sohn. So, sagt der Metzger, der entweder nicht gerne geduzt oder nicht gerne verarscht wird. Oder beides. Hier eure Ziegenklöten, verpisst euch. Beginnt zu meiner Mutter. Klingeln und geben mir die Tüte mit der zu 80% fertig montierten Wurst. Zur Wiedergutmachung habe ich dir noch was Leckeres daneben gelegt, sage ich zu meiner Mutter. Das ist ja nett, sagt sie. Naja, denke ich, wenn man die Klöten isst, kann man anschließend vermutlich tote Menschen sehen. Zu Kohlrabi passen sie aber ausgezeichnet. Dankeschön. Danke.